Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute schauen wir uns den neuen PvE-Modus genauer an und werden zusammen auch das erste Level dieses neuen Modus durchspielen. Legen wir los! Der PvE-Modus ist ein Spielmodus, in dem man gegen NPCs, also quasi gegen Bots, spielt. Er ist aufgeteilt in 15 verschiedene Level, die du mit einem vorher festgelegten Bot und Bewaffnung durchspielen musst. Jedes Level ist aufgeteilt in verschiedene Wellen. In Level 1 gibt es beispielsweise 5 Wellen. In jeder Welle wird man mit verschiedenen Gegnern konfrontiert, die mal mehr zahlreich und mal weniger zahlreich auf dem Spielfeld erscheinen. Schließt man ein Level ab, erhält man verschiedene Belohnungen, die, je weiter man kommt, besser ausfallen. Ach ja, bevor ich es vergesse, während der Runden läuft ein Timer, der euch zeigt, wie lange ihr für die Runde bzw. für das Level gebraucht habt. So wie ich das mitbekommen habe, hat dieser Timer keinen Einfluss auf die Belohnung oder darauf, wie es anschließend weitergeht. Es ist mehr eine Art persönlicher Ansporn, das Level so schnell wie möglich durchzuspielen. Genug geredet. Wollen wir eine Runde spielen? Wir gehen rein in die Materie. So, gucken wir mal. Boah, das sieht ja geil aus. Level 1. Okay, wir können uns sogar schon bewegen, trotzdem der Countdown läuft. Und wir befinden uns auf dieser komischen... Oh, Musik. Ja, sehr schön. Muss ich gar nicht bearbeiten dann. Oh, das sind auch schon die ersten Gegner. Auf geht's. Die hauen wir natürlich easy weg. Level 1 ziemlich einfach. Die werden wahrscheinlich... Okay, die sind wahrscheinlich alle auf einem Stern oder so. Ziemlich krass. Die sind ja alle... Oh, guck mal, wie die Raketen ausschauen. Das ist ja mega nice. Geiler Scheiß, okay. Ja, ich hoffe, dass die Gegner natürlich innerhalb der nächsten Level stärker werden, damit wir hier nicht nur eintönig durch die Gegend schießen, denn das ist jetzt natürlich mega einfach. Hier, du hast mit einem einzigen einseitigen Schuss direkt 2 Stück weggeholt. Das ist natürlich überhaupt keine Herausforderung. Ah, wie wir sehen, haben die Bots auch ganz spezielle Skins, wie es aussieht. Die tragen hier keine Skins, die mir geläufig wären. Entweder vielleicht ein Skin, der in Zukunft noch rauskommen wird, oder eben ein reiner PvE-Skin, den man vermutlich dann als Spieler auch nicht besitzen kann. Wäre natürlich schade. Ja, die erste Welle haben wir. Okay, Welle 2. Oben steht's. Welle 2 von 5. 53 Sekunden haben wir. Die stehen auf den Dächern? Holy shit. Okay, auf den Dächern. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Gucken wir mal. Okay, zack, zack. Da fühlt man sich wie der Terminator. So, schauen wir mal. Oh, die kommen jetzt aber hier gefährlich nahe. Und Junge, 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 sind das viele. Oh, die haben einen Orion am Start. Das könnte gefährlich werden bei der Masse. Müssen aber gucken, dass wir uns hier nicht lumpen lassen. Oben drüber steht auch, welcher Typ dieser Bot ist. Wir haben da hinten einen Scharfschützen, also einen mit einer Sniper. Ah, mit einer Longarm, so wie es aussieht. Okay, den haben wir weg. Oh, da oben geht's direkt weiter. Die kommen wieder von den Hausdächern. Oh, weg, 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 weg. Aber seht ihr das? Die haben nur Autocannons. Da passiert mir gar nichts. Ihr seht, wie die Anzeige runtergeht, aber die müssen ein halbes Magazin verballern, um mir, keine Ahnung, 1000 Schaden zu machen oder so. Das ist ja... Naja, also Herausforderung sieht auf jeden Fall anders aus. Ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall gerockt bekommen, wenn innerhalb der ersten Phase die Gegner nicht noch großartig stärker werden. Ich bin ja gespannt. Genau, eine Sache habe ich vergessen. In der letzten Welle, ne, also in dem Fall Welle 5, da gibt es dann einen Boss-Gegner. Der nennt sich Kommandant. Das ist dann quasi einfach ein normaler Mech, irgendein Tank oder so, der halt ein bisschen stärker gepanzert ist. Also quasi nichts Atemberaubendes. Ne? Also da muss ich sagen, da könnten sie... Oh, Welle 2 einmal fertig, sehr schön. Da könnten sie auf jeden Fall noch nachbessern. Gucken wir mal. Schau dir das mal an. Die sind ja direkt vor unserer Nase gespawnt. Ah, okay, geil, geil. Sind das... Ernsthaft? Das sind Lancer, die springen. Wisst ihr noch damals, als es die Lancer-Bots auch im richtigen Spiel gab, also im 5-5, die sind nie gesprungen, die haben ihren Effekt nie eingesetzt, immer nur nochmal rumgelaufen. Hier springen die tatsächlich, das ist ja nice. Oh, die haben einen Nate-Launcher dabei. Aber wahrscheinlich auch nur minimal gelevelt. Ich finde die Rückenraketen geil. Ohne Witz, das ist richtig schön animiert. Das könnte man so auch ins normale Spiel integrieren. Junge, Junge, okay. Der letzte steht da hinten. Ein Scharfschütze, okay, ja, der war auf unserer Seite auch gestanden. Welle 3 abgeschlossen. Wir kommen zur vorletzten Welle, Jungs. Vorletzte Welle, Welle 4. Schauen wir mal. Wow, okay, C4. Okay, jetzt aber hier, zack, zack. Ich bin der T-800, Leute. Geiler Shit. Okay, und, ja natürlich, Double Kill mit der Rückenrakete. Wer kennt's nicht noch? An einem richtigen Spiel ja bestimmt auch immer, ne? Okay. Schau mal, da hinten sind die nächsten Gegner, alle recht weit weg, das heißt, es wird relativ simpel. Wir haben noch nicht mal, ach, wir haben vielleicht ein Viertel unseres Lebens verloren erst. Eieiei, da hoffe ich natürlich, dass die anderen Level etwas anspruchsvoller werden.
Und vor allem auch, dass sich die Maps abwechseln. Ich finde generell, man hätte das anders machen können. Man hätte extra für diesen Modus eine eigene Welt erschaffen können, eine eigene Map, in der man hier gegen Gegner kämpft. Man hätte sich nicht allzu sehr oder so stark Dingen bedienen müssen, die es schon gibt. Das mit den normalen Bots, das finde ich okay. Die könnten etwas stärker sein. Aber ich finde, zumindest als Boss hätten sie auch irgendwas anderes machen können. Eine riesige Schlange oder so. Irgendwas Cooles, was Innovatives, was Neues. Keine Ahnung, so eine Botscher. Oh, er ist nicht sofort gestorben. Okay, die Gegner werden wohl ein bisschen stärker. Okay, wir kommen zur letzten Welle. Welle 5. Das ist die letzte. Wir sind bei 4 Minuten und 5. Ich finde, ich bin gut. Okay, gucken wir mal. Wo kommen sie her? Ah, hier sind wir. Okay. Zack, zack. Die spawnen natürlich direkt wieder vor unserer Haustür. Wo ist der Kommandant? Da ist der Kommandant. Und, ah, es ist ein Aegis. Okay. Ja, das ist natürlich wenig beeindruckend. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist einfach scheiße. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber... Ich finde es einfach nicht geil, wenn der Endgegner etwas so innovatives ist. Ich meine, zum einen finde ich es scheiße, dass er trotzdem so wenig Lebenspunkte hat. Und zum anderen finde ich es ziemlich doof, dass sie einfach nur irgendeinen Bot genommen haben, den man schon kennt. Also wenn sie schon einen Bot nehmen, dann hätten sie auch einen komplett neuen entwerfen können. So ein Ultra-Bot, so ein Titan oder so, weißt du, wie in Warrobots. Nicht, dass ich Bock drauf habe, dass Titanen kommen. Also ich hoffe nicht, dass die sowas mal ins richtige Spiel implementieren. Aber zumindest für den PvE-Modus als Endgegner hätte man sich das schon überlegen können, auf jeden Fall. So, und Welle 5 abgeschlossen. Wir haben gewonnen in knapp 5 Minuten, also 4 Minuten 59. Wir haben es überlebt und wir können jetzt hier unsere Belohnung einsammeln. Es ist übrigens so, dass die einzelnen Level nicht nur in Wellen, sondern auch in Unterlevel unterteilt sind. Level 1 besteht hier zum Beispiel aus 3 Leveln, die sich wiederum in 5 Wellen aufteilen. Das habe ich vorhin, denke ich, etwas lückenhaft ausgeführt. Der PvE-Modus ist darüber hinaus zeitlich auf ca. 4 Wochen beschränkt. Man kann es sich vorstellen wie ein langes Derby. Nach diesen 4 Wochen sollte ein neuer Sturmangriff mit anderem Bot und anderen Belohnungen eingeführt werden. Es gibt auch einen Sturmangriff-Shop. Der ist hier auf dem Testserver leer und ich weiß auch nicht genau, was man dort kaufen können wird. Allerdings schätze ich mal, dass über die dort zu kaufenden Items den Payern das Ganze wie immer sehr erleichtert wird. Kann man jetzt von halten, was man will. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Level 1 war erwartungsgemäß relativ einfach. Ich hoffe, dass das Ganze in den höheren Leveln etwas schwieriger und anspruchsvoller wird. Ein Fazit zum PvE-Modus werdet ihr im letzten Video dieser Videoreihe bekommen, also in Folge 15. Da es hier noch etwas zu früh für eine Wertung ist. Aber was haltet ihr vom PvE-Modus? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge, wenn wir das Level 2 in Angriff nehmen. Mal gucken, wie es dann läuft. Und bis dahin, macht's gut und macht sie fertig.